So könnt ihr in Richtung Westen aufbrechen, wo ihr dann den Tempel des Boron mit der Golgari-Pforte findet. Außerhalb der Stadtmauer ein eigenes Tor, was dann wahrscheinlich auch nur von den Boronis genutzt wird. Es gibt natürlich auch noch einen Weg zu dem Boron-Anger und direkt nebenan gibt es den Anbau an den Tempel, ein Gästehaus des Ordens der Heiligen Noyona, wo verwirrte Seelen untergebracht sind. Zusätzlich gibt es das Kloster des Vergessens, was dann denjenigen verwirrten Seelen vielleicht so etwas wie Milde schenkt. Und davor findet ihr selbstverständlich auch einen der angepriesenen Brunnen. Wird der Normalerweise, bewacht? der wird wohl nicht bewacht, nein. Nun, vielleicht sollten wir erstmal vorstellig werden beim Boron-Tempel und seinem Vorsteher. Ja. Naja, du Gut. kannst ja vorstellig werden und ich helfe Boltak schon mal in den Brunnen. Ja, können wir so Ja, machen. ich schau mir auch mit Boltax den Brunnen an. Ja, wen soll ich zuerst reinwerfen? Er befestigt vorher ein Seil, damit die wieder herauskommt. Ja, aber mir, das macht's natürlich viel interessanter, wenn wir jetzt ein Seil an ihn festbinden. Diamantes darf zuerst. Ich muss das als außerordentlicher Inquisitor ja überwachen. Ich habe hier diese verantwortungsvolle Aufgabe vom Reichsgroßgeheimrat übertragen bekommen und ich werde selbstverständlich die volle Verantwortung für die durchgeführte Aktion tragen. Ja, kannst du mir denn irgendwie Licht machen? Ja, natürlich. Ja, Gut. ich würde dir dann einen Flimflam anhaften. Für, ich weiß nicht, 10 Minuten. Erstmal. Der dann schön über deinem Kopf schwebt. Da, 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 da. Flimflam Funke, Feuer Erschwernis. Ja, während ihr euch gerade an dem Brunnen zu schaffen macht, könnt ihr wohl sehen, wie ein Drakoniter aus dem Inneren des Tempels heraustritt und wohl eine blonde Frau mit ein paar Locken verabschiedet. Der Blick des Drakoniters fällt auf euch und dann kommt er auf euch zu. Was macht ein Drakoniter im Brunnentempel? Darf man wirklich Drakoniter? Drakoniter, ja, ein Gute Drakoniter. Beziehungen pflegen. Okay. Seid ihr von Xelenon geküsst? Was tut ihr dort? Wir untersuchen im Auftrag des Grafen diese Brunnen auf dämonische Verseuchung. Des Markgrafen. Dürfte ich mich vorstellen? Mein Name ist Boltax. Ich bin außerordentlicher Inquisitor im Auftrag des Markgrafen und die Brunnen sind in der Stadt vergiftet worden. Man nimmt gefährliche Substanzen an. Deshalb möchten wir sichergehen, dass dieser Brunnen in Ordnung ist und lassen unseren Mitarbeiter gerade herab. Nein, Xeledon hat uns nicht geküsst, aber ich hoffe euch ebenfalls nicht. Nein, hat er nicht. Wunderbar. Ihr seid doch Boltax, oder? Ganz genau, so habe ich mich vorgestellt. Ihr seid mit Netia unterwegs, korrekt? Ja, sicherlich. Sie ist auf unserem Schiff gegenwärtig. So. Wer seid ihr überhaupt, wenn ich fragen darf? Ich bin Tankilos Drachensohn. Das. Nun. Er ist ein Drakoniter-Boltax. Korrekt. Ihr müsst euren Drachenhass als Zwerg mir gegenüber nicht offen zeigen. Das sind die Ehrentitel, die uns zu eigen werden. Aber, euer Name ist mir selbstverständlich ein Begriff. So, ihr habt jetzt die Weisung vom Markgrafen Rondrigan Paligan bekommen, dass ihr in diesen Brunnen hinabsteigen dürft? Gut. Selbstverständlich. Okay, ich wollte euch nur einmal darauf hinweisen, dass dieser Brunnen ebenso wie die im Inneren vergiftet ist. Nur, Das dass ihr ist das gut zu einmal gehört wissen. habt. Deswegen meine Danke für. Frage, ob ihr von Xeledon geküsst seid. Nun, wir versuchen, die Ursache zu finden. Habt ihr schon eine Untersuchung angestellt, der Ursache? Na, selbstverständlich, wir haben die Sicht auf Mardas Welt enthüllt und na, wir haben selbstverständlich unsere eigenen, uns gegebenen Mittel angewandt, um die Brunnenwässer zu analysieren. Sie sind tatsächlich vom Odem vergiftet, der den Niederhöllen anhaftet. Und habt ihr die Ursache gefunden? Nun, die Brunnen sind untereinander verbunden. Irgendjemand wird dort wohl ein sinistres Ritual abgehalten haben. Ich weiß es nicht.
Zumindest hat hier in diesen Brunnen niemand etwas reingeschmissen. Also in anderen Brunnen kann ich dies natürlich nicht sagen, aber auch der Dapat ist seit einigen Stunden wehst er vor sich hin. Also habt ihr nur eine oberflächliche Suche durchgeführt? Ich bin kein Eferdi. Ich bin vor allem damit betraut, den blinden Seelen hier weiterzuhelfen. Das ist meine Aufgabe als Drakonite. Nicht nur hier, sondern überall. Also habt ihr nichts getan, letztendlich, um mehr herauszufinden, was die Vergiftung ausgelöst hat. Meine Aufgaben sind andere. Naja, es ist sehr schön, euch kennenzulernen, und wir wollen euch ja nicht von euren anderen Aufgaben abhalten. Aber genau. Schön, euch kennenzulernen. Und falls ihr noch Informationen habt, die für unsere Untersuchung relevant wären, würden wir uns selbstverständlich freuen, wenn ihr diese mit uns teilen würdet. Wie gesagt, es handelt sich dabei um den Hauch der Niederhöllen, der von diesen Brunnenwässern ausgeht. Das haben wir selbstverständlich draußen im Hafen ab und zu einmal, vielleicht einmal im Jahr. Aber dass es sich ins Innere der Stadt ausbreitet und auch den Dapat befällt, ist neu. Ich bin selbstverständlich von Hesinde geküsst, nicht von Xeledon. Daher sind mir all ihre Lehren zuteil. Meine Spezialisierung liegen, wie gesagt, in ganz anderen Teilgebieten. Aber ich bin allumfassend gebildet. Ich habe aber keine Zeit. Daher kann ich euch leider nicht helfen. Aber ihr sagtet, Netia ist in der Stadt, korrekt? Es wundert mich, dass ihr euch noch nicht aufgesucht habt, aber vielleicht habt ihr euch verpasst. Ich werde sie einmal auf dem Schiff von euch besuchen. Ich sehr gerne, wenn es eure Zeit zulässt. Ihr fahrt mit der Drachentöter, korrekt? Wir haben das Schiff umbenannt. In Aviandas Rettung zu Ehren der Avesgeweihten, die im Dienste des Schiffes ihr Leben ließ. Und die wir aus den Niederhöllen befreit haben. Wenn ihr wissen wollt, wie, ich habe hier noch ein kleines Büchlein. Voltax. Naja, er ist ein Hesinde-Geweihter. Das interessiert ihn doch bestimmt. Sie freuen sich, wenn ich ihnen Bücher gebe. Aber nicht Trivialliteratur. Nun, es ist nicht trivial, jemanden aus den Niederhöllen zu befreien. Es war sehr anstrengend für uns. Eure Literatur allerdings schon. Es ist tatsächlich sehr anstrengend. Gut, behaltet euer Büchlein. Ich werde mit Netia sprechen und dann sehen wir uns eventuell auf eurem Schiff. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Passt auf, dass ihr nicht reinfallt und das Wasser trinkt. Diamantis? Ist das schon ein Brunnen, oder? Nein, hängt die ganze Zeit schon am Seil. Vielleicht sollten sie die Handschuhe tragen und vielleicht eine Maske. Naja, Diamantis, willst du jetzt einfach da reinklettern und ich halte das Seil fest, dann gucken wir mal, was passiert. Ja, scheiße, was soll das denn bringen, wenn da... Könnt ihr mich nicht irgendwie vor dämonischen Sachen schützen? Nun, wir wissen nicht, wie der Übertragungsweg ist. Weißt du was? Du solltest auf jeden Fall Handschuhe tragen. Ich bin ziemlich, ja. Ich glaube, ich kann das ab. Nun gut. Aber Handschuhe nehme ich trotzdem. Fesseln und Fesselnprobe, bitte. Wichtig ist, dass ihr eine Probe nehmt. Ich habe Serpentilio hier dieses Glasfläschchen abgeluchst, als er nicht geguckt hat. Ich glaube, es wird ihm nicht fehlen. Ja, ist eine gute Probe. Ja, die mit den Eigenschaften. Läuft's. Musst gucken, dass du das Seil wieder lösen kannst. Vor allem ist es halt auch noch taghell über deinem Kopf. Also, du hast eine Sonne, die über deinem Kopf schwebt. Oh. Du wirst da alles sehen. Ja, dann kann Rafim dich am Seil herunterlassen. Handschuhe hast du? Ja, ich hab mittlerweile eigentlich Handschuhe an. Also immer. Dämonenmale will man ja auch verbergen, ne? Ja, die sind zwar nicht in der Hand, aber so oft wie Diamantis klettern muss, hat er auf jeden Fall Handschuhe. Ja, okay, ich nehme ja auch von aus. Ja, dann kannst du dich runterlassen. Kletternprobe brauche ich da nicht. Du hast eine Körperkraft von Rafim und selber ein Gogolum und eine gute Fesselnprobe. Kannst dich also runterlassen und boxst dann mit deinen Stiefeln 10 cm über der Oberfläche.
Könnte ich weiter runter oder ist Seil vorbei? Also wie tief bin ich? Seil habt ihr noch, aber du bist jetzt ungefähr auf 2 Meter Tiefe. Da fängt jetzt das Wasser an, ne? Du müsstest dich dann ins Wasser fallen lassen. Es geht. Sehe ich irgendwas? Ein Schacht nach unten. Ein Schacht, es geht weiter. Ein Schacht, ja, das ist tief. Ja, dann lasse ich mich weiter ins Wasser rein. Okay. Dann kannst du im Prinzip dich weiter runter sacken lassen. Es ist relativ kalt. Du hast so ein bisschen das Gefühl, es ist ölig. Und ansonsten tut's nicht weh, es kribbelt nicht, es stinkt doch nicht wirklich. Also so ein. Na gut, je weiter du kommst, es ist alles sehr nass und sehr kalt. Gerade jetzt im Winter. Aber. Der Boden ist weiter ausgemauert. Also da kannst du sicherlich noch. Sicherlich 10 Schritt nach unten tauchen. Ja, das mache ich. Ich habe ein sehr solides Lungenvolumen, jetzt auch mit dem Gorgulum. Und ich tauche da ein gutes Stück, vielleicht so 20, 30. Ja, nach 10 Stunden ist aber erstmal das Seil zu Ende. Das müsstest du dann entweder abbinden oder durchschneiden. Kannst du natürlich tun. Ja, ich bin das ab. Okay, dann schauen wir uns mal die Regeln zum Tauchen an. Wiege das Schwert. Ich habe sowieso nicht ganz verstanden, warum ich mich überhaupt festgebunden habe, aber... Damit der Rest von uns auch was tut. Ja, richtig. Wir halten ja alle gemeinsam das Seil. Nein, Rafim hält das Seil, ich führe die Aufsicht und Abelmir ist einfach fürs Optische da. Er wartet ungeduldig. Ja. Sulamin stellt schon mal irgendwelche Poller auf, damit auch keiner in die Baustellenzone eindringt. Also, tauchen. Da Tauchstrecken und Zeiten sehr stark von den Umgebungsbedingungen abhängen. Tauchtiefe, Wassertemperatur. Die Wassertemperatur ist gerade so bei, ich sag mal, 0 Grad. Unwahrscheinlich. 4 Grad müsste die Wassertemperatur sein. Ja, aber wir runden dann ab und dann sind wir bei 0. Okay. Einfach nur, was? Müsst ihr euch, ja, wir sind, wie gesagt, im Winter, es ist nicht zugefroren. Meinetwegen ist es auch bei 4, es ist trotzdem arschkalt. So, ich schaue gerade mal, ob die Wassertemperatur auch mit in die Probe reingeht. Du hast keine Fettsalbe aufgetragen oder irgendwas, das die Körperwärme weiter spendet. Wir sind knapp über dem Gefrierpunkt. Die Strecke, die ein Taucher unter Wasser zurücklegen kann, beträgt TRW Schwimmen mal Ausdauer durch 10. Wie hoch ist dein Schwimmen, TRW? Ich habe einen TRW von Schwimmen in 12. 12 mal deine Ausdauer? Das ist eine Ausdauer von 51. 51 Jesus. Das sind 612 insgesamt. 612 geteilt durch 10 sind 60 Meter. Das heißt, du kannst die 50 Meter Strecke unter Wasser hin und zurück tauchen. Und dann noch ein bisschen mehr. Das ist schon gewaltig. Aber die Stadt ist halt auch gewaltig groß. Und dann hast du irgendwann ein Problem. Du kannst grob 9 Schritt in die Tiefe tauchen. Und dann merkst du, dass es dort... Es ist kein richtiges Rohr. Das ist es nicht. Aber... Du kannst dich beengt weiter in Richtung der Stadt nach Osten schieben und ziehen und drücken. Wie lange möchtest du das tun? Kann ich eine Orientierungsprobe machen, um mich ungefähr hier einschätzen zu können, meine momentane Position? Ja, also deine momentane Position, hier ist der Boron-Tempel. Du hast natürlich bis zur Stadtmauer hast du 180 Schritt. Ich muss gerade mal schauen, das musste eigentlich geeicht sein. Ja, 1 zu 10. Das heißt, das sind 180 Schritt, 160 Schritt bis zur Stadtmauer. Das schaffst du nicht. Okay, also nach guten 50 Schritt oder so können wir das auch so sein lassen, denn ich weiß, die anderen werden das auf keinen Fall schaffen. Das ist nicht richtig. Ich habe den Wasseratem.
Richtig, Boltax hat Möglichkeiten. Aber du, mit den, dann komme ich gar nicht zu dieser Verengung, dann sehe ich die Verengung gar nicht, meinst du, oder wie? Doch, also warte mal. Du hast hier ist der Brunnen. Du kannst 9 Meter nach unten tauchen und dann fängt es an, dass es so, ja, das sind halt Felsspalten, durch die das Wasser fließt. Felsspalten. Da drückst du dich dann halt durch und ziehst dich eben bis zu dieser Stelle und dann merkst du, dass deine Luft knapp wird, trotz des Gurgulums. Deine Orientierung sagt dir, du bist ganz grob noch vor der Stadtmauer und müsstest dann umdrehen. Das ist, also, die Idee ist gut. Die Brunnen sind alle miteinander verbunden, aber das ist die falsche Stelle, um hier runterzugehen. Wenn ich dann noch keine Anzeichen sehe, innerhalb von 3-4 Augenblicken, dass ich hier irgendwo Luft holen kann, dann setze ich an, konzentriert und Ruhe behaltend, denn dann ist es das Wichtigste beim Tauchen, als auch Diamantis, zurückzuschwimmen. Ja, da geht dir dann auch relativ fix dann die Luft aus, weil ja, du hast halt eine Strecke von 60 Schritt, die bist du dann auch eben geschwommen und dann musst du auch echt kämpfen, bis du dich dann wieder nach oben schiebst und an die Wasseroberfläche kommst. Das Seil baumelt da immer noch rum. Ja, Diamantis greift einfach nur an das Seil und ruft hoch, zieht! Naja, gut. Ja, ich ziehe an dem Seil. Naja, und Diamantis, was ist da unten? Lass mich raten, Wasser. Ja, viel Wasser. Die Schächte scheinen tatsächlich alle miteinander verbunden zu sein, aber das ist eine Riesenstrecke bis hier, bis zur Stadtmauer, du, bis zum nächsten Verbindung. Werden wir wohl so nicht hinter uns bringen können. Naja. Aber wenn wir dich in der Stadt in den Brunnen setzen, glaubst du, dass du dann irgendwo hinkommst? Ich könnte dich verzaubern, dass du unter Wasser atmen kannst. Wir haben noch diese Alchemiker zum Unterwassertauchen. Richtig, das wäre die zweite Möglichkeit. Kajubo? Pupowasser. Pupowasser war das. Pupowasser, ja, okay. Sehr gut möglich, aber wir wissen immer noch nicht mit Sicherheit, ob es zum Marix eine Verbindung gibt. Naja, aber wenn... Also du und am besten irgendeiner von den Magiern die Strecke zurücklegt, dann würdet ihr ja nach der Quelle Ausschau halten, richtig? Dann werde ich sinnvollerweise direkt mitgehen. Aber ja, vielleicht sollten wir euch jetzt mal ins Warme schaffen. Es ist kalt draußen. Richtig. Oh, ja, richtig. Naja, also ihr seht irgendwie ganz schön gesund aus, Diamant, das muss ich jetzt ja mal sagen. Ich muss sagen, da unten ist es auch kurz schwarz vor Augen geworden. Man sagt, wenn Taucher ertrinken, dann merken die gar nicht, dass sie ertrinken. Die schlafen einfach nur ein. Da kurz das so Gefühl, als würde ich da unten einschlafen. Zeigt einmal eure Hände und Füße. Mal sehen, ob es schon die erste Erfrierungserscheinung gibt. Ich würde vor allem mal gucken, er ist ja in charybdisches Wasser getaucht, oder? Ja, zumindest den Erzählungen nach. Dann würde ich mir das ganze Wasser, was auf seiner Hautoberfläche ist, mal mit einem Odem angucken, ob das dann tatsächlich dämonische Spuren enthält. Odem Arcanum Sensorei, Vedaen auch von Zauberei. Genau, ich fokussiere mich dabei tatsächlich nur auf das Wasser. Ja, es ist leicht ölig, leicht schmierig und das ist leicht verseucht, ja. Also magisch mit Merkmal Charybdis, klar. Diamantis, ihr seid mit diesem Wasser in Kontakt gekommen. Vielleicht sollten wir es erst einmal abwaschen, sodass ihr nicht kontaminiert seid. Ansonsten könnte es möglicherweise dadurch, dass es sich um Unwasser handelt, negative Effekte nach sich ziehen. Also, ja, schon, aber ich dachte, ihr wollt jetzt direkt wieder runter, oder nicht? Nun doch nicht über diesen Einstiegspunkt. Wenn wir Purpurwasser holen und derlei, Ja, man, naja, hast du aber Akklimatisierung, Kälte oder Kälteresistenz?
Ich glaube tatsächlich schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mal nachschauen. Du hast einmal Vorteil, aquatisches Lebewesen, nein. Das gibt es in Myra nur. Kälteresistenz wäre möglich oder Akklimatisierung, Kälte. Wenn, dann habe ich die Akklimatisierung, aber sieht nicht so aus, nein. Dann bekommst du jetzt schon mal ein W6 TPA für die erste Spielrunde. Und weil das Kälte-TP sind, werden die sich aufaddieren. Und das kann zu dem Verlust von Gliedmaßen führen. Oh. Aber mit einer 1 bist du auf der sicheren Seite. Ja, du frierst, es ist Winter, vor dir liegt Schnee, und hier ist bitterkalt. Lass uns doch in den Tempel hineingehen, vielleicht können sie euch mit warmer Kleidung versorgen. Oh ja, ich denke, im Tempel dürfte man auf jeden Fall etwas für euch tun können. Nein, das gilt schon. Lasst uns zum Schiff. Ja, wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet heute. Bis wir beim Schiff angekommen sind, weil wir erfroren. Ich denke auch. Sie werden sicher wenigstens eine Decke haben. Naja, also Diamantis, ich muss ja euren Mut bewundern, sich der Kälte so zu stellen. So als anderen Fahner, da macht ihr mich ja schon ein bisschen stolz als euer Landsmann. Ich werde kein Narr. Sicher schon nicht erfrieren. Wenn der Mann sich mit der Kälte messen will, wie es noch kein anderen Fahner getan hat, dann sollten wir ihn nicht aufhalten. Mut ist uns anderen Fahnern in die Blutlinie gelegt worden. Er wird seine Hände und seine Füße verlieren. Ja, er wird sterben. Diamantis, du musst doch selber entscheiden. Würfel mal auf Arroganz. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, dass ich nicht in den Tempel will. Ja. Auf ihm triggert dich da gerade an deiner langfahrischen Mut. Also, das machst du gut. Ich habe ja keine Arroganz. Ich war nicht arrogant. Warte mal, ich bin aber arrogant. Ich muss gucken, ob du jetzt beweisen musst, dass wir das hinkriegen. Ja. Naja, Diamantis, du musst das selber wissen. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass ein echter Anleinfahrer jetzt bis zum Schiff laufen würde. Also, können uns hier doch nicht von so ein bisschen Kälte. Haben wir doch keine Angst. Wir sind Anleinfahrer. Diskutieren wir darüber überhaupt so? Ja, im Laufschritt. Wie wollt ihr eure Schusswaffen bedienen, wenn euch Finger fehlen? Richtig, geht in den Tempel und holt euch eine Decke. Mindestens das. Ich würde jetzt anfangen zu joggen, um Diamantis zu motivieren, mit mir zu joggen bis zum Schiff. Außerdem ist es doch ein Boron-Tempel und ihr Altanfahrer mögt doch Boron-Tempel. Ja, würfel eine Klugheitsprobe oder so, keine Ahnung. Darf ich versuchen, dich zu überreden? Ich möchte hier kein PvP betreiben, aber... Also, Raphim würfelt gegen dich. Okay, alles klar. Okay, können wir gerne machen. Aber ich meine, er weiß ja, warum er nicht in den Tempel will. Das hat ja nichts mit seiner anderen falschen Ehre zu tun. Im Tempel stirbt er auch. Ein ketzerischer Tempel. Aber wir können gerne überreden würfeln. Ja, alles klar, hier kommt die Überredenprobe von mir. Sonst fordert Diamantis jetzt den Raphim zum Wettrennen zum Schiff. 6 Punkte. Da wäre ich sogar. Ach komm, wo hab ich einen Chip? Chip, meine Freunde. Wofür hab ich den denn? 14 Sterne, du musst Boltags 10 überbieten, ne? So kannst du den Paktierer auch umbringen. Dann jetzt hätte ich meine vollen 14 über. Ja, aber am Ende muss Diamantis das selber entscheiden. Also. Ja. Ich bin auf jeden Fall überzeugt. Im Tempel geht er drauf. Ja, das weiß ich ja nicht. Aber ich habe zumindest die anderen überzeugt mit meiner gar alanfadischen Ansprache. Ja, komm, Raphim, wer schneller da ist. Und dann wird Raphim. Ich glaube, du wirst mir auch ziemlich davonziehen zu meiner großen Überraschung. Dann, hopp, würfel eine Athletikprobe. Du bekommst pro Spielrunde an der freien Luft 1W6 Trefferpunkte. Ich möchte natürlich zum Sprint ansetzen. Ich möchte meinen Gurgulum auch voll ausnutzen und hier über Dächer springen und was weiß ich, was für Abkürzungen nehmen. Also ich gebe dir auch noch eine Gassenwissenprobe. Immer eine Gassenwissen und eine Athletik, ja. Es geht halt darum, wie lange du jetzt durch die Kälte nass, kalt bei Minusgraden läufst. Ja, ich glaube, auf die Athletik wird es gleich nicht ankommen mit den Attributen, aber die Gassenwissen könnte interessant werden.